herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen The Sinking City. Ihr habt es gerade schon am Anfang gelesen. Es ist von den Machern oder beziehungsweise von den Autoren von Lovecraft, die unter anderem auch die Silent Hill Reihe gemacht haben. Ja, ich guck mal kurz in den Einstellungen. Was war das da drunter? Kampf normal, okay. Grafik. Ja, okay. Ich würde sagen, starten wir mal, ne? Ich lese euch das jetzt nicht alles vor, ihr könnt selber lesen. Ja, das Spiel hat ja bis jetzt schlechte Kritik, aber auch gute Kritik geerntet, sag ich mal. Und ja, ich wollte mich jetzt einfach selber mal von überzeugen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir dabei zuschauen. Ja, das Spiel spielt in den 20er Jahren. Oh, wir fangen gleich an. Okay, cool. Ich kann die Sachen nehmen. Ja, das haben wir gerade schon gelesen. Die Knifte. Ja, die möchte ich gerne mitnehmen. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Ja, und ich möchte gerne die Waffe mitnehmen. Alles klar. Okay. Und zwei Federn, aber wenn wir die Waffe nehmen, das weiß ich immer noch nicht. Ja. Halten zum Plündern, ja, super. Ah ja.
Taschenlampe an und aus. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Er kann auch nur das Gleiche sagen. Okay, aber ich möchte gerne die Waffe mitnehmen. Hoffentlich muss ich meine Waffe nie benutzen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Aha, wow. Alle Schlüssel in Weise gefunden und dann... Gehen Sie! Böse, der ist. Da sind Sie ja, Mr. Charles Reed. Erfreut, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits, Johannes van der Berg, zu Ihren Diensten. Ich hatte Ihnen doch versprochen, Sie gleich nach Ihrer Ankunft zu treffen. Ah, verbindlichsten Dank, Mr. van der Berg. Ich ging nicht davon aus, dass Sie das Wort wörtlich meinen. Nennen Sie mich einfach Johannes. Aber wo sind meine Manieren? Willkommen in Oakmont. Diese Stadt hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber es sind Ihre wichtigsten Stunden. Sie sagten, Sie würden jemanden kennen, der mir mit meinem Problem helfen kann. Die Visionen sind schlimmer geworden. Lebhafte Träume sind hier in Oakmont nichts Ungewöhnliches. Zufälligerweise ist Robert Throckmorton, der Herr, von dem ich Ihnen erzählt hatte, gerade hier am Hafen. Er scheut weder Kosten noch Mühen, um dieses Phänomen zu erforschen. Aber ich fürchte, er hat im Moment ein dringlicheres Problem. Es war nicht leicht, nach Oakmont zu gelangen. Auf den meisten Karten ist die Stadt nicht verzeichnet. Und dieses alte Postschiff war die einzige Möglichkeit, hierher zu kommen. Woran liegt das? Oakmont ist keine gewöhnliche Stadt. Aufgrund ihrer einzigartigen geografischen Lage und der Flut ist es nahezu unmöglich, sie zu erreichen. Aber Sie haben es geschafft, Mr. Reed. Ich wusste, dass die Wogen des Schicksals Sie irgendwie an diesen Ort tragen würden. Erzählen Sie mir mehr über die Flut. Sie setzte vor 6 Monaten ein. Mehrere Wochen lang tobten heftige Stürme. Und der Wasserspiegel stieg immer weiter an, ohne wieder zu sinken. Und nun ist die Stadt vom Festland abgeschnitten. Ich muss gestehen, dass mich das trotz all der damit verbundenen Unannehmlichkeiten kaum stört. Es ist der Atmosphäre hier sehr zuträglich. Wie erkenne ich Mr. Throckmorton? Keine Sorge, Sie können ihn gar nicht übersehen. Mr. Throckmorton, er... sticht aus der Masse hervor. Aha. Ich brauche für die Zeit meines Aufenthalts hier in der Stadt eine Unterkunft. Sie als Einheimischer können mir doch bestimmt etwas empfehlen. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Ich habe im Devil's Reef Hotel ein Zimmer auf Ihren Namen gemietet. Hier haben Sie den Schlüssel. Ein reizender Name. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Mr. Reed. Wie gelangt man in Oakmont am besten von A nach B? Ich würde gerne meine Sachen im Hotel ablegen. Die meisten Einheimischen sind zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs. Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Außerhalb des Hafens steht ein Boot für Sie bereit. Sehr zuvorkommend, Johannes. Können Sie mir noch sagen, wo sich das Devil's Reef Hotel befindet? Nehmen Sie diese Karte. Ich habe das Hotel und einige andere interessante Orte eingezeichnet. Andere interessante Orte? Zum Beispiel? Sie sind Privatdetektiv, richtig? Ich habe zum Beispiel die Polizeiwache, das Stadtarchiv und die Zeitungsredaktion markiert. Alles Orte, die Sie näher zur Wahrheit führen. Die Stadt ist geheimnisvoll und ziemlich eigen. Die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit. Daher sollten Sie wissen, wohin Sie sich wenden müssen, wenn Sie eine Spur verfolgen. Mit was verbringen Sie Ihre Zeit, Johannes? Ich leite einen Philosophieclub für gleichgesinnte Intellektuelle in der Stadt. Dort kreisen unsere Gedanken um Fragestellungen wie Motten um das Licht. Gibt es dieser Tage in Oakmont überhaupt ein Interesse an Philosophie? Ein höheres Bewusstsein erlangt man nur durch Leid, Mr. Reed. Geistige Klarheit stellt sich daher am ehesten in schweren Zeiten ein.
Ich denke, das ist vorerst alles. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Reed. Ach, bevor Sie gehen, wo finde ich Sie? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde Sie finden. Oh ja. Karte haben wir hier. Ah, wir befinden uns hier. Okay. Na, grafisch ist das Spiel ja gerade nicht die Bombe. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Die Kraken sind ja gar nicht so eine Octopus oder wie immer man das auch schimpfen mag. Ja, wir haben in dem Spiel keinen klaren Storytrang, Strang. Das heißt, wir können selbst entscheiden, was wir jetzt machen. Ob wir jetzt erst ins Hotel gehen oder keine Ahnung was. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Das Ende ist nah. Und dann beginnt wieder alles von vorn. Was unten ist, gelangt empor. Die Saat ist gesät. Boah. So halb tätowiert, ne? Okay. Ja. Die Saat. Warum spiele ich das Spiel jetzt erst so spät? Weil es am Anfang sehr viele Bugfehler hatte. Und ja, es wurde jetzt schon mehrmals gepatcht und ich hoffe, dass es jetzt flüssig läuft, dass wir keine Grafikprobleme bekommen. Ja, gerade gesagt, schon passiert's. Das Spiel fängt an zu laggen. Ich glaube, hier ist das Ende. Eure billigen Ausreden interessieren mich nicht. Niemand verlässt den Hafen, bis mein Sohn gefunden wurde. Und dabei bleibt er. Verzeihen Sie. Sind Sie Robert Throckmorton? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Gehen Sie. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich bin gerade aus Boston hier angekommen. Man sagte mir, Sie können mir vielleicht helfen. Privatdetektiv, sagen Sie? Nun ja. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Sehr geile Synchronstimme. Darf ich fragen, was Ihrem Sohn zugestoßen ist? Warum interessiert Sie das, Neuankömmling? Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Menschen aufzuspüren ist mein Spezialgebiet. Albert nahm an einer Tiefsee-Expedition teil, die ich ins Leben gerufen hatte. Dieser Taugenichts hier meinte, er habe gesehen, wie Albert in einem Rettungsboot an die Küste gespült wurde. Er sei kaum bei Bewusstsein gewesen und habe im Wahn in einer fremden Sprache vor sich hingemurmelt. Und dann soll er sogar versucht haben, den Kerl zu beißen. Aber Sie glauben ihm nicht. Ausgemachter Unfug ist das. Ich kenne Albert. Dank meiner Erziehung ist er intelligent und hat eine gefestigte Persönlichkeit. Er ist der Beste seiner Art. Es muss jemand anderes gewesen sein. Alberts Verschwinden geht auf das Konto von Innsmouth an. Da bin ich mir sicher. Sie scheinen auf Innsmouth nicht gut zu sprechen zu sein. Diese fischgesichtigen Verrückten fallen in diese Stadt ein, seit die Polizei Innsmouth niedergebrannt hat. Dreckige Migranten sind das, die schon die halbe Stadt an sich gerissen haben. Den Hafen, die Bezirke Grimhaven Bay, Salvation Harbor, The Shells. Sie sind einfach überall. Sie sind also sozusagen Flüchtlinge? Wenn sie einfach nur Flüchtlinge wären,
Sie haben angefangen, für die hiesigen Fischer zu arbeiten und stellen sich gegen uns. Dabei ist die Familie Throckmorton ein Stützpfeiler dieser Stadt. Und die Verbrechensrate hat schwindelerregende Höhen erreicht. Ein großer, stinkender Misthaufen ist das, der nur Ärger macht. Leicht rechts ist er nicht oder so, ne? Nein, überhaupt nicht. Man sagte mir, ich könne mit Ihnen über Visionen reden. Über den Ausbruch einer Hysterie. Ich versuche, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ja, ein weiterer Neuankömmling mit einem Problem. Das kenne ich bereits zur Genüge. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie haben vielleicht Nerven. Mein Sohn Albert wird vermisst. Aber niemand in dieser von Innsmouthern verseuchten Stadt rührt einen Finger. Und dann wollen Sie auch noch mit mir über Visionen reden. Bitte verzeihen Sie mir meine Direktheit, aber jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Das liegt an der einzigartigen Erblinie der Throckmortons. Durch unsere Adern fließt besonderes Blut. Und wir sind stolz darauf. Mein Vater vereinigte sich mit der Angehörigen einer königlichen Familie, der es zu verdanken ist, dass all unsere Nachkommen mit diesen herausragenden Merkmalen gesegnet sind. Oder auf Deutsch gesagt, er hat einen Affen flach gelegt. Mr. Throckmorton, gestatten Sie mir, Ihnen zu helfen. Ich habe viel Erfahrung darin, vermisste Personen ausfindig zu machen. Ich werde Albert finden. Was lässt Sie glauben, dass Sie Erfolg haben werden? Oakmont ist Neuankömmlingen gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. Sagen wir einfach, dass ich manchmal Dinge sehe, die andere nicht sehen. Außerdem haben Sie nichts zu verlieren. Und Sie scheinen jede Hilfe zu brauchen, die Sie kriegen können. Da haben Sie nicht ganz Unrecht, Neuankömmling. Vera. Entschuldigung, sagten Sie Vera? Was heißt das? Sie sollten sich mit dem Oakmonter Dialekt vertraut machen, Neuankömmling. Diese Verschmelzung verschiedener Sprachkulturen ist faszinierend, sofern man bereit ist, sich darauf einzulassen. Vera bedeutet so viel wie gut, womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich einverstanden bin. Verstehe. Danke. Ich muss mehr darüber wissen, was Albert zugestoßen ist. Dane. Haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen bereits alles gesagt. Albert ging auf Expedition und wurde dann an der Küste in einem Rettungsboot gefunden. Dieser Fischer brachte ihn angeblich zum Haus der Fischer und verließ es dann, um mich zu holen. Aber als ich hier ankam, fehlte von meinem Sohn jede Spur. Sonst noch etwas? In dem Haus muss etwas Schlimmes passiert sein. Am besten trödeln Sie nicht länger herum und sehen sich selbst dort um. Wo befindet sich das Haus, in das Ihr Sohn Albert angeblich gebracht wurde? Bei Cowhill, ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Wir stehen direkt davor. Sie erwähnten ein Rettungsboot. Ist es noch irgendwo hier? Ja. Richten Sie Ihren Blick auf das Haus. Gehen Sie dann nach links, bis Sie einen Strandabschnitt erreichen, an den ein Zaun angrenzt. Dort ist das Rettungsboot. Ich würde zwar lieber das schöne Wetter genießen, Mr. Throckmorton. Aber ich mache mich besser an die Arbeit. Finden Sie meinen Sohn, Neuankömmling. Und zwar schnell. Krass, wir uns gleich tot, Alter. Das ist wohl das Haus des Fischers. Okay. Ihr merkt schon, hier wird viel gesprochen. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Man muss enorm viel Kraft aufwenden, um so einen Schrank zu bewegen, geschweige denn umzuwerfen. Hallo? Hey, können Sie mich hören? Oh, mein Kopf. Was? Wer sind Sie? Sind Sie von der Polizei? Ich habe denen schon alles gesagt. Schon gut. Charles Reed, Privatdetektiv.
Mr. Throckmorton hat mich damit beauftragt, seinen Sohn zu finden. Oh, okay. Was wollen Sie? Ich will wissen, was hier passiert ist. Jedes kleinste Detail. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Paul, Louis und ich, wir drei waren hier. Das ist unser Haus. Barry war draußen und hat gearbeitet. Dann hat er plötzlich Throckmortons Sohn reingetragen. Er war bewusstlos und hat kaum geatmet. Anschließend ist Barry wieder raus, um Robert Throckmorton zu holen. Und dann? Wir haben den Burschen in Louis' Zimmer gebracht. Dann hat er plötzlich angefangen, komische Geräusche zu machen und... Oh, mir wäre fast der Kopf geplatzt. Er kam wieder zu Bewusstsein und... ab da weiß ich nichts mehr. Dann war alles wie ein Traum. Überschwemmte Straßen, ein schlafender Riese, eine Stimme, die nach mir rief. Oh. Kommt mir bekannt vor. Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich heiße Will. Will Hammond. Ich bin Fischer, so wie alle, die hier wohnen. Ich, dann Paul, der arme Kerl, Barry und der Innsmouther Louis Flynn. Wir sind nach der Flut hierher gezogen. Davor habe ich für die Eisenbahn gearbeitet, aber da geht nichts mehr, also wurde ich Fischer. Ich hatte die Wahl. Entweder fischen oder sterben. Wo sind Ihre Mitbewohner? Da, auf dem Boden, das ist Paul. Möge Kaul seiner Seele gnädig sein. Barry steht draußen bei Mr. Throckmorton. Der Glückspilz hat von all dem nichts mitbekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo Louis und der Sohn von Mr. Throckmorton jetzt stecken. Ich befürchte langsam das Schlimmste. Wer ist denn dieser Kaul? Zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt, Neuankömmling. Kaul ist der Herr, das Licht, die Liebe. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Wissen Sie, wie Paul zu Tode kam? Nein, als ich wieder klar im Kopf wurde, war er schon tot. Kaul hab ihn selig. Belassen wir es für den Moment dabei. Passen Sie auf sich auf, Will. Bitte, Sir. Sie sind Detektiv. Sagen Sie mir die Wahrheit. Könnte ich es gewesen sein? Habe ich Paul auf dem Gewissen? Oh, Kaul, habe ich ihn getötet? Das weiß ich noch nicht, Will. Versuchen Sie, sich hier ein wenig auszuruhen. Die Polizei hat sowieso die Gegend abgeriegelt. Hoffentlich schlafe ich nicht ein und habe dann Albträume. Tut, tut. Mein Kopf! Ich höre immer noch diese Stimme. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Allerfeinste Handwerkskunst. Die Prohibition scheint in Oakmont keine allzu große Wirkung zu zeigen. So sehen also Innsmouther aus. Wundert mich, dass hier nicht das Foto von jemandem hängt. Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. So wird das nichts mit einem Full House.
Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Ich habe Ihnen klare Anweisungen gegeben, oder? Der Schlafplatz des Hundes sieht besser aus als der seines Besitzers. Da hat er recht. So, liebe Leute. Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. Was haben wir noch übersehen? Aber was? Das ist die Frage. Tut, tut. Nachttopf. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Mein Kopf! Ich höre immer noch diese Stimmen. Okay, ich denke, dass wir hier durch sind. Ja. Keine einzige Makrele habe ich gefangen, seit sich diese Innsmouther die Fischerei unter den Nagel gerissen haben. Gefällt es Ihnen hier, Neuankömmling? Gewöhnen Sie sich dran. Aus Oakmont kommt jetzt nämlich niemand mehr weg. Aus irgendeinem Grund jagt mir dieser Helm einen Schauer über den Rücken. Was stimmt nicht mit ihm? Steckt denn dein Oberon, Titania? Alle Hinweise. Jawohl. Gut.
hier haben wir noch was übersehen, auf jeden Fall. Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. Irgendwas haben wir übersehen. Wir haben definitiv noch nicht alle Hinweise gefunden. Halt mal. Ja, gut. So, wir kommen auf jeden Fall. Was ist eine Ratte, Alter? Patrone übrig? Hab seit Tagen nichts gegessen. Sie kommen mir bekannt vor. Aber der gute Billy hat sie noch nie gesehen. Zum Barbecue kommen wir wohl zu spät. So, ich denke, das hier ist unser Hotel. Jetzt, wo der Hafen geschlossen ist, verteilen die Carpenters bestimmt kein Essen mehr. Seien Sie auf der Hut. Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Kommen Sie näher, Sie geplagte Seele. Ich kann Ihnen sagen, was die Zukunft für Sie bereithält. Sie sind so etwas wie eine Wahrsagerin? Ja, mein guter, ja. Oh. Ich sehe es ganz deutlich. Ihr Lebensweg steckt voller Überraschungen, Neuankömmling. Klingt ein bisschen allgemein, finden Sie nicht? Ich sehe viele Dinge, guter Mann. Und ich werde Ihnen alles bis ins kleinste Detail beschreiben, wenn Sie einen geringen Obolus entrichten. Gut, wie viel wollen Sie? Einen Dollar? Ha! Ihr Geld ist dir nichts wert, Neuankömmling. Seit der Flut bezahlen die Oakmonter mit Waren. In erster Linie mit Alkohol, Tabak und Patronen. Und hier ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich rauche nicht. Vielleicht ein andermal. Wie Sie meinen. So. Willkommen im Under the Keel. Was darf sein? Wiedersehen. Haben Sie ein Problem? Was? Ja. Die Tür gibt nicht nach. So, liebe Leute, wann macht ihr mal jetzt einen Break? Sag mal so, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.